Mein Arsenal an Vorlagen in diesem Dokument ist nun recht beschränkt. Ich könnte alle Formatvorlagen einblenden lassen, dann sehe ich alle, die von Word schon vorgegeben sind, aber vielleicht braucht es die im Moment gar nicht. Ich gehe also wieder zurück im aktuellen Dokument. Ich möchte dir als nächstes zeigen, wie du auch selber solche Formatvorlagen erstellen kannst, die es noch gar nicht gibt. Zum Beispiel haben wir hier eine Liste, die ist manuell mit solchen Punkten gemacht. Das macht wenig Sinn. Das machen wir lieber automatisch. Ich lösche also alle diese Aufzählungspunkte, überfahre diese Liste, wähle Punkteliste und passe hier vielleicht die Abstände noch etwas an. Vielleicht etwa so. Diese Aufzählungspunkte gefallen mir noch nicht besonders, deshalb wähle ich ein anderes. Auch hier in dieser Auswahl hat es nichts Schlaues. Ich wähle als Schrift die Windings und die hat hier einen recht schönen Pfeil. Hier hat es mir wieder den Einzug verschoben, soll 0 sein und hier 0.7. Tab-Stop kann ich auch gleich eingeben, 0.7. Ja, und jetzt sieht es schon wesentlich eleganter aus. Damit ich jetzt das nicht wieder jedes Mal von Neuem machen muss, wähle ich neue Formatvorlage, gebe der einen Namen, der noch nicht besteht, Pfeilliste zum Beispiel, und wähle OK. Hier unten haben wir nochmals eine Liste. Da lösche ich wiederum die Punkte, überfahre die einzelnen Angebote und wähle jetzt bequem einfach Pfeilliste. Falls irgendetwas mit dieser Liste nachträglich noch geändert werden muss, da kann ich es an einem Ort tun und muss nur diese Formatvorlage aktualisieren und schon ist es im ganzen Dokument erledigt.